Herzlich willkommen zurück zu Showgunners. Ja, wir sollen einen Weg nach vorne finden. Sind ja, wie wir letztes Mal festgestellt haben, ja hier doch in einer recht großen Gegend unterwegs. Ja, wollen wir jetzt schon da vorne hin? Oder biegen wir vielleicht nochmal nach links ab? Ja schon die ganzen Zusatzkram oder ein bisschen Zusatzkram zumindest finden. Okay, hier kommt man später wahrscheinlich durch. Ah ne, das war der Eingang. Okay, das war der Eingang. Ja, ich hatte eine kleine Pause gemacht. Und hier kommen wir noch gar nicht durch. Wir dann wahrscheinlich erst hier durch müssen. Schaffen wir's? Out of the frying pan. A flame barrier and spike traps? Must be something valuable around there. Oh, spike trap. Die habe ich ja gar nicht jetzt auf dem Schirm gehabt. And she nabbed some helpful loot. Inferno-Kanone und Giftgranate. Für wen ist denn die Inferno-Kanone? Oh, wir haben eine neue Waffe. Okay, der Schaden geht runter, dafür geht die Reichweite hoch und er macht brennenden Schaden. Den nehmen wir mal. Weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir machen das einfach mal. So. Na gut, und hier haben wir jetzt halt Gegenstände. Wäre dann für ihn höchstens interessant, wenn wir hier die Giftgranate nehmen. Die nehmen wir mal mit rein. Warum nicht? So, hat jetzt natürlich auch wieder ordentlich Lebensenergie gekostet. Genau, und hier waren wir schon. Das heißt, den Bereich hier haben wir soweit erstmal erkundet. Hier haben wir nochmal den Shop. Achso, da hätte man, könnte man jetzt natürlich nochmal gucken. Ist die Frage, ist die Mini-Kanone besser? Also auf jeden Fall teuer. Von daher ist das sowieso erstmal keine Option. Ja. Da war noch kein Button, das man zum Schärfen kann. Challenge of the episode is hidden behind this impassable gate. There's a reward box waiting for the challenger who can figure out which tiles are safe to step on. Okay. Hat jetzt leider ein bisschen gelabert. Achso, jetzt kann ich die Kamera nicht bewegen. Das ist interessant. Aber wo soll ich das denn jetzt wissen? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, das heißt. Der Leuchtende geht, ja. Der Leuchtende geht. So far, so good. Der geht. A safe tile. Der geht. Und. Found a safe spot. Okay, das war jetzt nicht so schwer. And she manages to claim a reward, as seen on TV. Okay, Speed 200. Bewegungsbereich plus 1. Nee, dann bleiben wir auf jeden Fall bei den 5 Lebenspunkten. Okay, jetzt kann ich die Kamera wieder bewegen. Need a keycard. Okay. Die haben wir noch nicht. Da können wir scheinbar auch noch nicht durch. Oh, that's a whole lot of. Will that buy them enough time to get through? Ach, du will that buy them enough time to get through? Oh! Hit by a spike. Ah, die ist so langsam. Wieso ist sie denn da langsamer? Da traf ich schon wieder nicht. Sign this. You were pretty cool in the past couple of episodes. I'm glad to hear that. I was kind of surprised when you didn't die in the first one, though. Der Trip, das hier wollte ich machen. I thought so. Was ist das hier? Da ist schon, da liegt noch jemand. Müssen wir mal aufräumen können hier. Da ist wieder Stolperdraht. Taking care of that trap. So, dann haben wir hier wieder. Ja, das Feuer jetzt noch mal ab. Und durch. What's in that reward box? Ja. Diesmal wird's nicht abgestellt. Fies. So, gucken wir noch mal rein bei Waffen. Eine Munition mehr, dafür aber weniger Schaden. Dafür aber garantierten Schaden, ne? Unverwendet vergiftet. Wir nehmen die erstmal. Die machen zwar ein bisschen weniger, aber
auf lange Sicht gegebenenfalls wieder mehr. Okay, das hier ist wieder eine Bonus-Arena. Dann können wir die eigentlich auch mal machen, ne? Aufruhr in der Feuerwerksfabrik. Bestimmt. All-Stars. Ronin, Ogre, Drun, Mönch, Muerta und Abschau. Ja, herzlichen Glückwunsch. Bei der Zwangsarbeit fließt auch mal Blut. The challengers will score a bonus if they can secure those crates of fireworks. Whether what? They succeed or fail, this could be an explosive side trip. Okay, wir müssen alle Verteidiger besiegen. Ich hoffe, dass das mit dem Feuerwerk keine Pflichtveranstaltung ist. Das könnte nämlich ein bisschen krass werden. So, Scarlet. So gut quasi nicht. Das wäre dann die bessere Variante. Wir haben jetzt hier schon 71%. Das machen wir mal. Did you see that hit? So, dann haben wir den Warden. Kommen wir mit dem hier in den Nahkampf ran? Ja, dann wäre der erste schon mal weg. And the scum is dispatched. Und dann haben wir noch Tybalt. Hm. 46%, das ist nicht so viel. Lohnt sich das, den dafür dahin zu stellen, mitten ins Feuer quasi? Nee, lohnt sich nicht. Wir stellen ihn hier hin. Den Schaden. Und Gift. Ach, Drohnenmönch da ganz hinten. Das ist natürlich richtig doof. Da müssen wir eigentlich als erstes hin. Weil sonst werden wir da einfach überrannt mit Drohnen. Das ist schon herausfordernd genug, jetzt hier alle zu beschützen. Ja, alles erledigen. Ja. Where did that come from? Kommt jetzt jede Runde dann einer raus oder so? Okay, mindestens eine Kiste muss man beschützen. Der Macht kriegt 6 Giftschaden. Das ist natürlich ein bisschen. 95% auf den Ogre. Wenn wir auf den jetzt. Wäre natürlich cool, ne? Achso, warte, sie ist das. Sie ist das. Ja, dann machen wir mal lieber hier den erstmal weg. Goodbye and good riddance. Da ja nur 6 Giftschaden sind. Und dann kann sie ja im Grunde nur auf die Drohne gehen. Oh, massive damage there. Das Ziel wäre ja wirklich da oben. Ah, der steht halt da ganz hinten, ne? Echt uncool. 100%, ja. Dann gehen wir da hin. So, der brennt jetzt, der Ronin. Das ist eigentlich auch gut. Also wir machen jetzt echt viele so Bonusgeschichten. Ihn haben wir jetzt ziemlich eingesperrt. Das ist schlecht. Kommen wir denn jetzt mit dem da oben hin? Eigentlich geht das nur hier lang. Oder hier lang. Ja, wir müssen hier lang. Schade. So, der brennt. Rüstrohne nervt rum. Und macht Feuerwerk. A lot of sound and fury, but that's about it. Noch ein Feuerwerk. Oh, what was that? Wird sportlich. Also alle kann man gar nicht. Das geht gar nicht. Nee, der Ogre kommt ran. Wie kriegt
kriegen dann erst den Schaden und dann ganz normal die Reihenfolge gemacht. Okay. Und da kommen nochmal welche. Jawohl. Okay, Scarlet kriegt den leider nicht raus. Wir müssen nochmal auf den gehen. Hilft nichts. That's gotta hurt. Ja, man hätte aber schon mal weiterlaufen können. Ne? Hm. So, jetzt hier Nahkampf auf den Ogre. Das könnte jetzt zwar auch für uns böse werden. The Ogre needs a timeout. Generiert sich. Und dann können wir mit ihm... Ach, der Ogre ist jetzt nicht erreichbar. 75% aber auf den da hinten. Das machen wir. Wir nehmen den Ronin raus. That Ronin is toast. Well, something went boo! That's for sure. Die heilt. Administering some first aid. Ja, gut. Und die nächste Drohne. Nee, doch nicht. Der macht Drohnenschild. Okay. So, Scarlet nimmt den im Nahkampf raus. Das heißt, dann können wir nochmal agieren. Und sie hat schön Schaden kassiert. Herzlichen Glückwunsch. Können wir nochmal nachladen. So, er hier. Eigentlich wäre Schießen jetzt besser, damit wir nämlich... Dauereffekt haben, den Brenneffekt. Das könnte auf lange Sicht helfen. Und hier werden wir einen Körpertausch machen mit dem Ogre. Dann können wir nochmal auf Muerta schießen. Nein, können wir nicht. Dann können wir den Ogre nochmal sabotieren. Ah, nein, der macht ja... Doof, der macht ja Schaden. Egal. So, genau. Wir werfen ihn auf den und vergiftet nochmal. Ja, sehr gut. Runden schießt auf Scarlet. Das ist besser, als wenn er auf das Feuerwerk gehen würde. Noch zwei Runden. Okay. Jetzt können wir mit Scarlet eigentlich sogar in den Nahkampf. Ja, wir gehen mit Scarlet in den Nahkampfangriff gegen den Brunnenmönch, dann ist der fast weg. Der Warden muss nachladen. Könnte aber auch einfach den Nahkampfangriff hier gegen den Ogre suchen, dann ist der nämlich weg. Und Tybalt. 50, 38. Ist alles nicht so super. 100% gegen den Ogre. 55 halt. Perfekt. Aber sie hat eine Giftimmunität. Ja, damit hätte man rechnen können. Sehr gut. Das heißt, wir haben jetzt erstmal noch zwei Gegner. Der Brunnenmönch ist gleich weg. Oh, there's a drone. Scarlet müssen wir gleich heilen, aber die muss jetzt erst den Drohnentypen rausnehmen. Und nochmal ein Ogre. Und nochmal ein Drohnentyp. Ja, tatsächlich. Okay, jetzt müssen wir hier auf den Mönch gehen. The drone monk is finished. Oh, that had to be a mistake. That's two in a row for the contestants. Mm. 57% Chance, den Ogre zu treffen. Alternativ könnten wir natürlich auch den Angriff machen. Das ist deutlich schlechter. Nice. So, dann haben wir den Warden.
das Tybalt. Wir haben hier noch Muerta. Wir müssen Muerta rausnehmen. Das machen wir auch. So, dann sind die Startleute schon mal alle weg. Und wir haben nur noch die drei da hinten. Jetzt hier ein Körpertausch wäre natürlich nice. Aber wir müssen sowieso erstmal nachladen. Ich glaube, Scarlet überlebt das. So, der Ronin ist jetzt fast weg. 6 Schaden, das ist so bitter. Und wir kriegen die nächste Rune. This is now a drone zone. Die natürlich gleich wieder aufs Feuerwerk geht. Whoa, watch out. Nicht auf Scarlet. He's ready to strike. Sehr gut. Oh ja, gut, das ist klar, ne? Der macht ja das Feuerwerk kaputt, oder? Nee, macht er nicht. Okay, Scarlet muss heilen. Das ist Nummer 1. 75% Chance. Perfekt. So, dann haben wir hier wieder einen Oger. Machen wir ihn brennend oder hauen wir gleich... Ne, wir hauen drauf jetzt. Der Warden hat noch richtig viel Energie. So, Tybalt kümmert sich jetzt um den Drohnentyp da hinten. 67%, 61%. Ja, mit Gift ist er weg. Oh, so gut, dass das getroffen hat. Jetzt haben wir nur noch den Oger und dann haben wir es. 10 Schaden. Ja, Warden geht jetzt auf den. Reicht noch nicht ganz. Dann gibt Tybalt ihm jetzt den Rest. Und wir haben es geschafft. Sehr gut. BK Musket. Und Level Up für unseren Roboter. After showing off some fireworks of their own, the challengers make it out of the factory. Applying some first aid. Dann gucken wir doch mal, was wir hier für eine Waffe haben. BK Muskete. 30 Schaden. Besser. Hat aber nur eine Munition. Das ist natürlich doof. Nur eine Munition, der aber 30 Schaden macht. Wir probieren es mal aus. Ich bin aber noch nicht überzeugt. Okay, wir haben jetzt zwei Arenen haben wir jetzt geschafft. Zwei optionale. Die würde ich ja schon ganz gerne finden. Challengers are faced with a huge gap and now with flames blocking their way back. Scarlet and Tybalt will have to find some means of crossing that pit. So, warte mal. That opened up a path through the flames. We're gonna have to split up. Achso, das hat jetzt das Loch nach oben gedreht. That's one obstacle taken care of. How many more to go? Okay, jetzt kann sie da unten lang gehen. Ah, hier oben ist wieder ein Schalter. That took care of the force field. Und dann ist der jetzt frei. Er hängt fest. Ach, er kann da gar nicht lang. Okay, das heißt, muss das... Ah nee, warte mal, klar. Dann können wir mich jetzt hier erstmal hier wieder hochmachen. Schwupp.
Dann warten, bis der hier durch ist. Den machen. Looks like that opened the path to the key card. Meet you at the door. Einmal warten nochmal und dann können wir dahin. Ah, nee, können wir noch nicht. Dann müssen wir nochmal hier runter machen, glaube ich. Dann kommt sie hier hin. Dann machen wir wieder hoch. Ah, some clever teamwork there. Und wir können beide dahin bringen. Sehr schön. Zack. Und dann haben wir die Keycard und kommen an der Stelle am Anfang wieder weiter. And the way to the keycard is finally clear. They really like to make us work for it, huh? This challenge really highlights the fact that it takes more than just brawn to make it through Homicidal All-Stars. Sehr schön. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ah nee, wir sammeln das hier noch ein. Aha. A quick pit stop and another reward. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dann.